Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. So, wir machen diese Folge die letzte Wunschlieferung und dafür müssen wir wieder mal zur Himmelstadt und zu unserem kleinen Drachen. Wie auch schon in der letzten Folge werden wir diese Wunschlieferung als unseren Gourmet abgeben, denn der braucht Ausrüstung und unsere Sammler sind momentan gut equipped. So, L2, ich habe deine Ankunft bereits erwartet, großer Held. Mein nächstes Projekt wird ein Gericht, das selbst den anspruchsvollsten Drachengourmet nach einem Nachschlag verlangen lassen wird. Bitte hilf mir so gut du kannst. Ja, handverlesene kulinarische Köstlichkeiten müssen wir ihm jetzt geben, mit dem Maximalwert von 1042, wäre super. Habe ich natürlich hergestellt, 3 Stück. Aha, damit bin ich der Fertigstellung meines Meistergerichts für Drachen einen Ulm näher gekommen. Die anderen werden verrückt danach sein und ich werde mich selbst zurückhalten müssen, um nicht den ein oder anderen Bissen davon zu probieren. Ja, allein bei dem Gedanken daran, was ich mit diesen Zutaten zaubern könnte, läuft mir das Wasser im Maul zusammen. Die anderen Drachen werden den weiten Weg nach Ishgard auf sich nehmen, nur um noch ein Bissen von dem zu kriegen, was ich für sie kochen werde. So, erledigt. Wie immer gute Arbeit, großer Held. Damit haben wir mehr als genug Zutaten, um ein kulinarisches Meisterwerk zu beginnen. Ein Gericht, das jeden Drachen in den wallenden Nebel nach einem Nachschlag verlangen lassen wird. Natürlich kannst du mir gerne dabei unter die Schwingen greifen. Ich grüße dich, mein Freund. Dank dir ist L2 soweit, das Produkt unzähliger Monde harter Arbeit mit ihrem Artgenossen zu teilen und ich wage zu behaupten, dass sie es genießen werden. Ich habe selbst ein paar Zutaten gesammelt und gemeinsam mit deinen Lieferungen haben wir belegte Brötchen gemacht. Ich habe sie selbst probiert und ich bin stolz darauf, was wir kreiert haben. Was würde ich doch nur dafür geben, selbst die Reaktion der Drachen auf ein Gericht zu sehen, das wir uns beinahe täglich reinstopfen. Leider werde ich mich bei meiner Vorstellungskraft begnügen müssen. L2, du solltest dich besser beeilen, bevor der Belag trocken wird. Ja, natürlich. L2, alles in Ordnung? In Ordnung? Sicher. Ja, sicher doch. Ich muss sofort los. Ich will schließlich nicht, dass die Brötchen hart und der Belag trocken werden. Bis bald. Okay. Gut, es gibt Materie und wieder einen Kaffeekeks. L2 hält dich nun für einen Handwerker von Welt. Dank deiner Bemühungen hat L2 ein tieferes Verständnis für die Sterblichen gewonnen und ihre Liebe zum Handwerk gestärkt. Anscheinend hat sie noch eine andere Bitte an dich. Drachenbesänftigung 5. Du kannst bei L2 einen neuen Auftrag zu den Wunschlieferungen annehmen. Erst wenn du diesen Auftrag abgeschlossen hast, wird die Wunschliste aktualisiert. Okay. Von Drachen und Sterblichen. Endlich ist meine jüngste kulinarische Kreation bereit, um meinen Drachenbrüdern und Schwestern aufgetischt zu werden. Dank meiner fähigen Lehrmeister habe ich etwas gezaubert, das selbst die Ältesten von ihnen nach einem Nachschlag lechzen lassen werden. Sie warten sicher schon gespannt auf mich. Ihr ungeduldiges Flüstern ist überall in dem wallenden Nebel zu hören. Ich breche besser umgehend auf. Ein hungriger Drache ist ein wütender Drache. Gute Reise, L2. Was? So schwindelig. Flügel tun weh. Nein, ich muss weiter, bevor die Brötchen hart werden und damit mein Ansehen unter meinen Artgenossen leidet. L2, bist in Ordnung? In Ordnung? Aber klar doch, ich bin mehr als in Ordnung. Ich träume geradezu über im positiven Sinne natürlich. Ich werde windeseile wieder zurück sein. Siehst du sie irgendwo? Sie sollte doch längst wieder zurück sein, oder? Womöglich war das Essen so lecker, dass sie sich entschieden haben, umgehend ein Parkett zu veranstalten. Aber vielleicht mache ich mir da auch was vor.
Ehrlich gesagt hat L2 sich vor ihrem Aufbruch ziemlich seltsam verhalten. Wir sollten Meister Avide um Rat bitten. Er scheint eine Lösung für jedes Problem zu haben. Aber ich hoffe, es ist nichts Schlimmes passiert. Ich werde hier bleiben, um nach L2 Ausschau zu halten. Ich bete dafür, dass Meister Avide und dir etwas einfallen wird. Während dieses Auftrags können keine Wunschlieferungen abgegeben werden. Sie werden nach dem Abschluss des Auftrags wieder verfügbar sein. Alles klar. Gut. Dann unser Avide sollte dort unten stehen. Guten Tag, was führt dich her? Ich habe L2 tatsächlich nicht mehr gesehen, seit sie mit ihren Lieferungen aufgebrochen ist. Und du bist dir sicher, dass sie nicht zurückgekehrt ist? Ich wollte ihr diesen Hammer als kleine Belohnung für ihre Mühen geben. So hart wie sie arbeitet, würde es mich nicht überraschen, wenn sie einfach mal eine Pause eingelegt hat, um ihre Flügel auszustrecken. Zudem sollten wir nicht vergessen, dass sie ein Drache ist, wenn auch ein kleiner. Es wäre töricht von uns anzunehmen, dass wir auch nur einen Bruchteil davon verstehen, was in ihren Köpfen vorgeht. Ich bin mir sicher, sie wird schon bald wieder hier sein. Aber wenn du vorhast, nach ihr zu suchen, dann nimm bitte diesen Hammer mit. Zweifelsohne würde ihr Eifer den Umgang damit zu erlernen, sie so schnell wie möglich hierher zurück einlassen. Sie spricht häufig über einen Ort namens Kreidetempel, irgendwo in den Wallen Nebeln. Falls sie das etwas sagt, wäre es wohl gut, dort mit der Suche zu beginnen. Okay, dann gehen wir doch mal zum Kreidetempel. Ich habe noch die Reibmusik von letzter Folge an. So. Gut, irgendwo hier. Da ist sie ja schon. Oder zumindest ein ähnlicher Drache. Oh, bist du etwa der Held, der Nidhogg zur Strecke und unsere Art in Frieden gebracht hat? Nach all den Geschichten, die L2 über dich erzählt hat, hatte ich mir dich irgendwie erhabener vorgestellt. Doch ich nehme an, das Erscheinungsbild ist nicht so wichtig, wenn man den ganzen Tag mit seinen Klauen arbeitet. Beziehungsweise Händen, nicht wahr? Ich muss dir jedoch dafür danken, dass du dir die Zeit nimmst, meiner Freundin deine ausgefeilten Fertigkeiten zu vermitteln. Wir freuen uns sehr darauf zu sehen, was sie erschaffen wird. Ach, du bist also auf der Suche nach L2? Nun, dann ist es gut, dass du mich getroffen hast. Sie besucht gerade einen Freund, nicht weit von ihr. Vermutlich schwärmen sie gerade von diesem Kochen. Eine reizende Angelegenheit. Wer hätte gedacht, dass man mit Essen mehr anstellen kann als verkohlen und mampfen? Angesichts seiner weiten Reise willst du sie sicher umgehend treffen, doch ich muss dir leider sagen, dass sie ausdrücklich darum gebeten hat, von keinem Bodenbewohner gestört zu werden, bis sie fertig ist. Das hat sie beharrlich betont. Ich bin mir allerdings sicher, dass sie sich über diesen tödlich aussehenden Prügel von dir freuen würde. Wie hast du das genannt? Ein Hammer? Es würde mir keine Umstände bereiten, ihn für dich bei ihr abzuliefern. Ich werde auch darauf achten, mich nicht an den Kanten zu schneiden. Ich werde sie wissen lassen, dass du hier bist, aber es könnte eine Weile dauern, bis sie gewillt ist, sich zu zeigen. Okay. Nun gib mal das Ungetüm da. Ich hoffe, es ist nicht so unhandlich, wie es aussieht. Bitteschön. Dies ist also eines dieser Werkzeuge, nach denen ihr Flügellosen so verrückt seid? Sind die alle so komplex wie dieses hier? Ich werde es sicher verwahren, das garantiere ich dir. Ich hätte ohnehin nicht den blassesten Schimmer, wie man es verwendet. Wart hier, ich werde bald zurückkehren. Wann genau kann ich dir jedoch nicht sagen. Theo, da bist du ja. Du bist sicher überrascht, uns zu sehen. Der junge Haudelor hat es sich in den Kopf gesetzt, nach L2 zu suchen, und ich konnte ihn nicht zur Vernunft bringen. Ich habe versucht, ihn mit Arbeit abzulenken, doch irgendwie hat er es vollbracht, um seine Reise durchs Wolkenmeer zu organisieren. Es grenzt an ein Wunder, dass wir dich Wie lange wartest du überhaupt schon hier? Wo ist Titiro? Wo ist L2?
Wie bitte? Warum sollte sie uns denn nicht sehen wollen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Hey, zu, kannst du mich hören? Wo steckst du? Ach, sei schon ruhig. Mit dem Geschrei wächst du sonst noch etwas Größeres als einen Drachen auf. Hä? Dieser Schal? Dieser Hut? Moment mal, bist du das, L2? Ich wusste doch, dass du mich erkennen würdest, aber eine Erklärung ist wohl trotzdem angebracht. Ihr müsst wissen, dass das Wachstum eines Drachen sowohl von äußeren als auch von inneren Kräften beeinflusst wird. Teilweise kann der Wandel dann ziemlich dramatisch sein, wie ihr nun mit eigenen Augen seht. Ehrlich gesagt war ich in letzter Zeit nicht ganz auf der Höhe, aber jetzt ist mir klar, dass dieses Unbehagen durch mein neues Ich verursacht wurde, das hervorzubrechen versuchte. Nun stehe ich vor euch, ein neugeborener Drache. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Mehr ist gut, genau genommen. Und dieses neue Werkzeug hätte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Es ist, als ob Meister Avide und der große Held gewusst hätten, dass ich kurz vor einer bahnbrechenden Veränderung stehe. Ich bin euch zutiefst dankbar. Wenn ich diesen Hammer auch nur einen Tag früher gehabt hätte, hätte ich nur unbeholfen damit herumfuchteln können. Doch nun fühlt es sich wie meine verlängerte Klaue an. In meinem Kopf schwirren all die Möglichkeiten umher, was ich als nächstes herstellen könnte. Deine Entwicklung ist wahrlich erstaunlich. Die anderen werden sich hier ganz aufgeregt und bestimmt auch ein wenig neidisch sein. Na, habe ich es euch nicht gesagt? Es gab gar keinen Grund, sich solche Sorgen zu machen. Aber immerhin, ich hätte wohl nie die wallenden Nebel zu Gesicht bekommen, wenn Haulong nicht so ein Theater gemacht hätte. Es tut mir leid, euch unnötig Sorgen bereitet zu haben, aber hoffentlich versteht ihr, wie peinlich es für mich gewesen wäre, wenn ihr mich während meiner Verwandlung gesehen hättet. Und nun seid ihr die Ersten, die einen Drachen zu Gesicht bekommen, der nicht von Konflikt und Kampf geprägt, sondern durch Frieden und Gemeinschaft genährt wurde. Nun ja, wahrscheinlich nicht der allererste Drache, aber sicherlich der erste seit langer Zeit. Als unsere Völker in Eindrach lebten, war eine Entwicklung wie meine womöglich nichts Ungewöhnliches. Ich denke, da könnte was dran sein. Altu, wenn wir uns ein wenig umhören, finden wir vielleicht einen Drachen, der sich an jene glücklichen Tage erinnert. Zumindest wäre es eine gute Gelegenheit, neue Freunde über den Wolken zu finden. Wir können direkt mit unseren derzeitigen Gesellschaft loslegen. Ich würde mich freuen, etwas über dein Leben hier zu erfahren. Hm? Ich? Nun, es wäre mir ein Vergnügen, obwohl ich kaum mehr Sommer gesehen habe als Altu. Sie hat mir viele Geschichten über die Sterblichen erzählt, die Dinge erbauen und daran doch herumbasteln. Ich habe sie einst für primitive Barbaren gehalten, doch L2s Erzählungen drehten sich stets um einfallsreiche und abenteuerlustige Personen. Ich habe die Geschichten ja für ziemlich weit hergeholt gehalten, doch wie ich nun sehe, hat sie ihr untertrieben. Vielleicht sollte ich auch unter die Wolken reisen und eine Zeit lang unter den Sterblichen leben, um meine Klauen an diesem Handwerk zu versuchen. Du wärst mehr als willkommen. In der Tat, es ist nicht das, was wir von Beginn an erreichen wollten, eine schrittweise Annäherung zwischen den Sterblichen und den Drachen in Gang zu setzen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ich werde meinen Teil dazu beitragen, die Kunde in alle Welt zu verbreiten. Ich bin bestimmt nicht der einzige Drache, der an L2s Werdegang interessiert ist. Je mehr, desto besser. Ich denke, wir sollten nun schleunigst zurückkehren und Fenzel informieren, dass wir ein paar weitere Besuche in Ishgard erwarten können. Selbst ein so besonderer Mann wie er könnte sonst angesichts all der flatternden Schwingen etwas erschrecken. Gut, zurück nach Ishgard. Und L2 ist nun der erste Drache seit sehr, sehr vielen Jahren mit so einem Aussehen. Interessant. So, da sind wir.
natürlich haben wir das auch unserem großen Helden hier zu verdanken. Ohne deine Führung hätte ich mich nicht so positiv entwickelt. Nur so bin ich erst in der Lage, meine Freunde davon zu überzeugen, sich unter die Bewohner von Ishgard zu mischen. Fenslav hat Verständnis für unsere Pläne gezeigt. Er hat uns ein Wort gegeben, dass auch die weniger toleranten Stadtbewohner meiner Art keine Klaue krümmen werden. Er ist gerade dabei, die Obrigkeit in Ishgard zu informieren, damit meine Brüder und Schwestern mit offenen Armen empfangen werden. Schon bald werden die Schwingen am Himmel der Herzen der Leute nicht mehr mit Furcht erfüllen, sondern mit Freude. Der Fleiß dieser beiden ist doch immer wieder beeindruckend. Vielleicht könnten wir noch das eine oder andere von ihnen lernen. Ich würde sagen, die Zukunft sieht leuchtender aus als je zuvor. Wenn Haudelong nicht in die wallenden Nebel gekommen wäre, wäre die Idee, sich mit einem Sterblichen anzufreunden, nichts weiter als ein Hirngespinst geblieben. Doch dank seiner liebenswürdigen Art wurde der Funke der Neugier in ihre Herzen entfacht. Das ist äußerst nett von dir, L2. Ich kann es jedenfalls kaum erwarten, mit anzusehen, wie dieser Ort mit dem wohlwollenden Austausch zwischen Ishgardern und Drachen zum Leben erwacht. Und da dieses Unterfangen nun abgeschlossen ist, ist es wohl an der Zeit, ein neues zu beginnen. Dank der Zeit, die ich mit L2 verbracht habe, verfüge ich über mehr als genug Notizen, um mit meinen Chroniken zu beginnen. Doch zunächst einmal muss ich sie durchgehen und sortieren. Fang lieber früher als später damit an, mein Junge. Sobald du fertig bist, solltest du das Ganze zur Werkstätte bringen. Ich werde dafür sorgen, dass wir einen ordentlich gedruckten Band daraus machen. Das ist mal eine fabelhafte Idee. Du solltest auch ein paar Bilder hinzufügen, damit auch Drachen, die eure Schrift nicht lesen können, es verstehen. Oh, welche harmonische Lieder solch ein Werk wohl inspirieren wird. Lieder, die in Eintracht zusammen gesungen werden können. Ich denke, ich habe den perfekten Titel dafür. Von Drachen und Sterblichen. Beide Seiten sollten vom Lesen ein besseres Verständnis füreinander entwickeln. Nicht schlecht, Junge. Wahrlich nicht schlecht. Also dann, es klingt, als hätten wir eine Menge Arbeit vor uns. Ich werde mich sofort ans Werk machen. Großer Held, dürfte ich dich darum bitten, Haudelong bei der Fertigstellung seiner Chronik zu unterstützen? Ich kann mir kaum ein ambitionierteres Unterfangen vorstellen. Dieses Buch könnte Sterbliche und Drachen näher zusammenbringen als je zuvor. Ich für meinen Teil werde weiterhin Lieferungen in die wallenden Nebel übernehmen, damit meine Brüder und Schwestern dazu ermutigt werden, euch hier zu besuchen. So, als Dank bekommen wir ein Krabbenküchlein und ein Chili-Krabbengericht. Von nun an werden die gewünschten Gegenstände einmal pro Woche zufällig aus den bisherigen Sammlerstücken ausgewählt. Sprich mit L2 und wähle Besonders große Belohnungen wirken bei Druckutensilien, Druckmaterialien und Tintenmuscheln. Bei Haudelong im Genist ist ein neuer Auftrag verfügbar. Ach, ich finde es cool, wie die L2 nun groß ist. Das kleine Hütchen oben drauf, der Schal als Armbinde und die Tasche ist nun auch etwas leichter zu tragen, wie auch immer die befestigt ist. Ach da, so an den Füßen. Irgendwie süß. Geflügelter Begleiter. Theo, da bist du ja. L2 und ich haben darüber nachgedacht, wie wir uns bei dir für all deine Hilfe bedanken können. Nach sorgfältiger Überlegung sind wir zu dem Entschluss gelangt, Meister Avidi zu bitten, uns dabei zu helfen, etwas Besonderes für dich anzufertigen. Ich hoffe, er hat die Überraschung nicht vorweggenommen. Bei unserer letzten Unterhaltung hat er erwähnt, dass das Projekt beinahe abgeschlossen sei. Vielleicht ist er jetzt bereits fertig. Oh, ich hoffe, es wird dir gefallen. Bin ich immer gespannt. Ah, willkommen. Ich nehme an, du hast mit dem jungen Haudelong gesprochen. Hier, das ist für dich. L2 hat darauf bestanden, das Horn genauso zu schnitzen. Wenn du reinpustest, wird der kleine Drache an deine Seite eilen, wo auch immer du sein magst. Wobei ich sie vermutlich nicht mehr klein nennen sollte, Es ist nur natürlich, dass mit zunehmender Größe auch ihr Wunsch wächst, mehr von der Welt zu sehen. Darum wollte sie, dass du dieses Horn erhältst.
Zeige jeden Winkel dieses Landes und stelle dir allerlei Leute vor und Tiere vor. Sie benötigt ein umfassendes Wissen, wenn sie ihre Art über uns unterrichten möchte. Als ich einwilligte, L2 zu unterrichten, hatte ich keinen blassen Schimmer, dass ich zu einer so großen Sache beitragen würde. Was immer auch aus ihren Bemühungen am Ende werden wird, ich muss sagen, ich bin stolz darauf, einen kleinen Teil dazu beigetragen zu haben. Vielen Dank, dass du mir diese Gelegenheit verschafft hast, mein Freund. L2-Pfeife. Diese Pfeife klingt wie der Gesang eines Drachen. Wenn man ihr Lied erklingen lässt, erscheint L2. Oh mein Gott, cool. Wie bekommen sie das Reittier? Ich fasse es nicht. Oh, wie geil. Hilfsbereitschaft und Neugier brachte L2 nach Ishgard. Dort fand sie nicht nur neue Freunde, sondern entdeckte auch ihre einzigartige Gabe des Handwerks. Kein anderer Drache vermag es, Werkzeuge mit derartigem Geschick zu führen. Oh, wie cool. Moment. Das muss ich sofort ausprobieren. Ja, ich liebe es, wenn man Reittiere geschenkt bekommt. Also für mehr oder weniger Aufwand. Ah, wie geil. Hui. Hat die auch eine eigene Reitmusik? Bitte was Eigenes. Oh. Wie enttäuschend. Also mittlerweile könnte es mal neue Reitmusik geben. Aber egal. Ach, das ist ja cool. Ah, schön. Nee, das gefällt mir sehr gut. Gut. Ja, dann haben wir das ja jetzt geschafft, ne? Und dann würde ich mal sagen, so wie in der letzten Folge ich das mit Ravana ja kurz abgegeben habe, werde ich das mal versuchen jetzt mit Bismarck. Wie gesagt, ich versuche sie jetzt, also ich versuche Bismarck jetzt einmal, ich kann aber nichts versprechen, dass das wirklich funktioniert. Denn wie gesagt, Bismarck ist da etwas spezieller. So, er ist ja eigentlich einfacher als Ravana. Nur bei Bismarck muss man eben diese Kanonen abfeuern. Aber da hat's ja. Zenit der Götter Bismarck. So, dann bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. So, als erstes kommen natürlich die beiden Ads hier. Die klatschen wir mal schnell um. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ja, irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Ich glaube, da gibt es gerade irgendwie Verbindungsprobleme. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Gut, ja, dann mache ich hier jetzt mal ganz kurz einen Schnitt, denn anscheinend, ja genau, dachte ich mir, die Verbindung wird unterbrochen. Na gut, ich guck mal eben, was los ist und dann geht's hier bei euch dann gleich weiter. So, und da sind wir auch schon wieder zurück. Gut, wo waren wir? Genau, wir waren hier Teilgruppe und dann Zenit der Götter Bismarck. Gut, dann probieren wir das Ganze doch mal.
zu und los geht's. Achtung, gleich kracht's. Kurz das Schild. So, ganz wichtig, unbedingt draufstehen. Sonst kann man dem keinen Schaden zufügen. Gut, das hat relativ einfach funktioniert. So, jetzt haben wir den Windbuff drauf, also können wir nur den blauen angreifen. Das wird in der Tat ein bisschen doof. Ah, das wird nichts. Das wird sehr knapp. Denn wir müssen die eigentlich trennen voneinander. Nee, da haben sie beide überlebt und ja, das wird nichts. Nee, Bismarck ist noch nicht alleine zu bewältigen. Dafür müssten die Schlangen viel, viel schneller besiegt werden. Und sobald sie die zu nahe kommen, ist das ein bisschen schwierig. Dann geben sie die irgendwie ein Schild oder einen Buff, damit die weniger Schaden bekommen und die Zeit ist dann geringer, in der wir sie besiegen müssen, bevor Bismarck zum Schlag ausholt. Na gut, dann eben nicht. So, aber dann haben wir ja vorerst eigentlich mal alles erledigt. Das mit Bismarck, ist schade, aber naja. Aber gut, wir haben nun alle Wunschlieferungen erledigt und können somit dann, was anderes machen sozusagen. Gut, dann war es das für diese Folge jetzt aber und in der nächsten Folge geht's dann, irgendwo anders weiter. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute. Wie viele Jahre habe ich gewartet? Auf den, der die Gnade des Lichts in sich trägt. Auf dich.